herzlich willkommen zu unserem Panel Startup in Deutschland. Eine gute Idee? Ich nehme mal an, die Frage ist rhetorisch gemeint, denn sonst wären Sie zumindest alle jetzt nicht hier. Aber mal im Ernst, das Handelsblatt hat diese Woche über eine Studie des European Center for Digital Competitiveness berichtet. Demnach ist Frankreich der führende digitale Aufsteiger innerhalb der G7. Deutschland dagegen ist um 52 Ränge zurückgefallen. Der Leiter der Studie, Philipp Meissner, wird im Handelsblatt mit folgendem Satz zitiert: Vor allem die politischen Einstellungen zur Unternehmensgründung und Innovation haben sich in Deutschland verschlechtert. Untersucht wurde unter anderem die Möglichkeit, ausländische Talente zu gewinnen, aber auch die Einstellung zu unternehmerischen Risiken. Auch das Thema Finanzierung wurde angesprochen und all das werden wir gleich diskutieren. Jetzt darf ich Ihnen aber erstmal unsere Gäste vorstellen. Da haben wir einmal neben mir Sophie Chung. Sie ist Gründerin von Kuno Medical, einem Startup, das Termine für medizinische Behandlungen im Ausland vermittelt. Sophie Chung war selber Ärztin, dann Unternehmensberaterin, dann hat sie einige Zeit bei einem Startup in New York gearbeitet und dann wollte sie selbst eins gründen und ist dafür nach Deutschland zurückgekommen. Heute ist sie auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Deutscher Startups. Herzlich willkommen, Frau Chung. Danke. Ebenfalls vom Bundesverband Deutscher Startups kommt neben Frau Chung Christian Miele. Er ist Präsident des Verbands, hat beruflich aber die Seiten gewechselt. Früher war er selbst Gründer. Jetzt ist er Partner bei eVentures, einem globalen Investmentfonds. Herzlich willkommen, Herr Miele. Ebenfalls die Seiten gewechselt hat Jörg Kukies. Er war fast 20 Jahre Investmentbanker bei Goldman Sachs. Dann hat ihn Olaf Scholz als Staatssekretär ins Finanzministerium geholt. Da kümmert er sich jetzt unter anderem um die Rahmenbedingungen der Finanzierung der deutschen Startup-Szene. Er hat aber auch noch eine Menge anderer Sachen zu tun, deswegen kündige ich gleich schon mal an, er muss pünktlich um 16 Uhr los. Falls wir dann noch nicht fertig sind, wird er gehen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Herzlich willkommen, Herr Kukies. Vielen Dank. Und dann darf ich noch sehr herzlich begrüßen Gunther Wopser. Er ist nicht gerade ein typischer Start-up-Gründer, sondern der Enkel eines Gründers und Geschäftsführer eines Familienunternehmens, das tatsächlich noch so heißt wie der Ort, an dem es seinen Sitz hat, Lauda aus Lauda-Königshofen in Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist, das ist wiederum typisch für Baden-Württemberg, Weltmarktführer und zwar für Temperiergeräte. Das sind Geräte, die sehr spezifische Temperaturen erzeugen. Das braucht man zum Beispiel in der Pharmaindustrie, nämlich bei der Entwicklung von Impfstoffen. Gunther Wopser hat etwas gemacht, was wiederum nicht sehr typisch ist für Familienunternehmer. Er hat ein Jahr im Silicon Valley verbracht und hat die Firma per Videokonferenz aus dem Schlafzimmer herausgeführt. Und das alles schon vor Corona. Was er mitgenommen hat, wird er uns später erzählen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich bin Miriam Schröder vom Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Einige von Ihnen sogar hier vor Ort. Das ist ja wirklich was Besonderes in diesen Zeiten. Herzlich willkommen. Mit Corona fangen wir auch gleich an. Herr Miele, Corona gilt, das ist heute wahrscheinlich schon oft gesagt worden, als Booster für die Digitalisierung in Deutschland. Ob digitale Arbeit oder digitale Bildung, wir haben jetzt gesehen, wo unsere Defizite liegen und waren gezwungen einzusteigen, manchmal auch von 0 auf 100. Können Startups als Anbieter digitaler Geschäftsmodelle von diesem Boost jetzt profitieren? Also es ist für mich nicht ganz einfach zu sagen, dass ein Startup von einer globalen Pandemie profitieren kann. Wir sind gesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich alle gemeinsam in einer ganz schwierigen Situation. Was wir aber dennoch festgestellt haben, ist, dass ein Startup, eine Gründerin, ein Gründer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich ohne das große Fabrikgebäude bestehen, eine
etwas einfachere Möglichkeit haben, sich aus dem normalen Büro ins Homeoffice zu begeben, sich das Laptop unter den Arm zu klemmen und da, wo WLAN ist, am Ende am eigenen Unternehmen weiterzuarbeiten. Aber es ist ganz wichtig, an der Stelle festzustellen, dass genauso wie in der traditionellen Wirtschaft in gewissen Sektoren die Schäden immanent hoch sind und in wiederum anderen Branchen sicherlich auch der ein oder andere davon profitiert, dass momentan Umsätze von offline zu online wandern. Das sind insbesondere zum Beispiel die Lieferdienste. Aber, und ich glaube, hier lässt sich wieder die Brücke dazu schlagen, dass wir da gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich drinstecken. Sowohl die Reise-Startups als auch die klassischen Reiseunternehmen sind natürlich in einer unglaublich schwierigen Zeit. Fragen wir mal eine Unternehmerin, die wir bei uns haben, Frau Tschung. Wie ist das bei Ihnen, die Gesundheitsbranche, in der Sie tätig sind, gehört ja bisher nicht gerade zu den Vorreitern bei der Digitalisierung. Spüren Sie einen Wandel? Ja, also bei uns ist es ja schon so, dass also die Gesundheitsbranche lebt ja davon, dass irgendwann ein Patient zum Arzt kommt, ne? Also dass da irgendwie ein Kontakt stattfindet. Und während der Corona-Zeit war das aufgrund vieler Gründe jetzt nicht möglich, aufgrund von Kapazitätsgründen, aber Patienten waren auch viel vorsichtiger. Und da wurde man ja schon so ein bisschen dazu getrieben oder dazu motiviert zu überlegen, wie kann man dann das doch lösen. Und so haben einfach sehr viele Startups im Medizinbereich, so auch wir, aber viele andere auch, das Thema Telemedizin sehr schnell vorangetrieben. Und ich glaube, na, wenn wir uns die Startup-Welt angucken, gerade im Medizinbereich, wir verstehen uns ja schon als sehr stark digitalisiertes Unternehmen. Aber da war trotzdem noch mal so eine Stufe an Digitalisierung möglich und das, da war Corona schon für uns teilweise auch ein Katalysator dafür. Wie war das mit der anderen Seite, mit der Bürokratie bei den Krankenkassen zum Beispiel? Haben die gesagt, hey, super, Telemedizin, machen wir mit, probieren wir einfach mal aus, oder? Nee, so ganz war es nicht, aber in unserem Fall ist es auch ein spezieller Fall, weil wir ja internationale Ärzte anbieten. Also wenn man sagt, ich will jetzt einen Spezialisten in den USA sprechen oder so, und von daher sind wir viel stärker im Selbstzahlerbereich tätig und im sehr spezialisierten Bereich als im Vergleich zu vielen anderen Startups, die zum Beispiel einen Hausarzt anbieten, die dann in der Regelversorgung drin sind. Und für uns war das so, dass wir uns, ich würde fast sagen zum Glück, und das ist leider traurig, dass ich sagen muss zum Glück, mich nicht mit der Regelversorgung und mit den Krankenkassen da auf etwas einigen musste. Und dadurch waren wir sehr, sehr schnell am Markt. Sie haben gerade gesagt, es geht um Termine, wenn es nicht per Telemedizin stattfinden kann, wie eine OP beispielsweise im Ausland, das heißt, es ist mit Reisen verbunden, also haben Sie schon auch negative Folgen gespürt von diesem weltweiten Lockdown, nehme ich an? Ja, also wir sind im Gesundheitssystem tätig und da wurden die Kapazitäten ja runtergefahren für alle Behandlungen, die jetzt nicht lebensnotwendig waren. Und zusätzlich sind unsere Patienten auch darauf angewiesen, dass sie von einem Land in das andere fliegen können. Und das war dann auch nicht möglich. Also wir waren quasi fast doppelt getroffen, hätte ich gesagt. Zum Glück ist es so, dass die Welt sich aktuell sehr gut erholt, zumindest in Europa. Die Flieger fliegen wieder. Wir sind jetzt auch schon wieder auf Vor-Corona-Niveau, aber April, Mai, das waren schon Zeiten, wo man sich auch als Gründer wirklich ein bisschen Sorgen um die Zukunft gemacht hat. Also Sie hatten auch ganz konkret Umsatzeinbrüche zu verzeichnen. Wie haben Sie sich in dieser Zeit unterstützt gefühlt vom deutschen Staat? Ja, also vom deutschen Staat ganz konkret haben wir sehr stark vom Thema Kurzarbeit profitiert. Und da muss ich auch echt sagen, dass das eine super Sache und super Initiative war, die es in Deutschland gibt. Und das sehe ich auch im Vergleich zu zum Beispiel meinen amerikanischen Kollegen. Die konnten auf so etwas nicht zurückgreifen. Und ihnen blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Belegschaft dann auch zu entlassen, weil sie sich da sozusagen mit Umsatzeinbruch diese Kosten nicht mehr leisten konnten. Und in unserem Fall war das sehr, sehr klar, dass es jetzt eine Phase ist, die wir durchtauchen mussten und die Welt danach aber wieder weitergeht für uns. Und von daher war das für uns ja eine super Hilfe, eine super Unterstützung, einen Teil der Belegschaft auf Kurzarbeit setzen zu können. Und das sieht man auch jetzt. Jetzt konnten wir sie auch schön langsam wieder zurückholen. Fast 80% unserer Belegschaft ist jetzt wieder Vollzeit tätig. Und ich rechne damit, dass es in den nächsten Wochen auf 100% wieder geht. Herr Kukis, das war ein Lob an Sie. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, denn ich habe noch eine Frage zu diesem Thema. Kurzarbeit, also Ausgaben kürzen, das reicht bei vielen Startups ja nicht aus. Viele verdienen ja selbst noch gar kein Geld und wenn das Geld der Investoren alle ist, dann brauchen sie Neues.
In einer Krise ist das gar nicht so leicht zu bekommen. Deswegen hat der Staat, also Herr Kukies hier speziell und seine Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium, haben ein Rettungspaket speziell für Start-ups geschnürt. Haben Sie davon profitiert, Frau Chung? Noch nicht. ich finde es super, dass die deutsche Bundesregierung sich auch hier sehr stark für Startups einsetzt und da auch Rettungspakete schnürt, die auf sozusagen für uns gedacht sind. Ich glaube, dass es da ein paar Sachen gibt, die vielleicht suboptimal gelaufen sind. Und ich weiß, es ist total schwierig, von einem Einzelfall auf alle zu schließen. Aber erzählen Sie mal von Ihrem. Genau, aber dennoch, glaube ich, sind wir ein gutes Beispiel. Ne? Uns gibt es seit 4,5 Jahren. Wir wachsen sehr stark, wir verdienen auch schon am Markt. Wir beschäftigen 70 Mitarbeiter hier in Berlin und sind durch Corona sehr stark getroffen. Ich glaube, das ist unbestreitbar, auch wenn man sich unsere Zahlen anguckt, dass wir jetzt kein Unternehmen sind, das schon sozusagen unternehmerisch in Schwierigkeiten war und jetzt irgendwie so durch Corona durchgekommen ist. Ne? Das sieht man auch sehr stark. So. Uns gibt es jetzt auch seit 4,5 Jahren, das heißt unsere Investoren, teilweise auch Venture Capital, die haben uns aus Fonds sozusagen, sind aus Fonds investiert, die jetzt ausinvestiert sind. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sozusagen eine Überbrückungsfinanzierung einsammeln wollen. Und da kommt man dann sozusagen in der Zusammenarbeit oder im Austausch auch mit der KfW auf ganz viele Hürden, wo man draufkommt, dass das doch nicht so einfach ist, unter diesen Kriterienkatalog zu fallen, sodass man dann auch unter die Förderung fällt. Also für Sie, für Ihr Unternehmen, falls das jetzt für manche gerade ein bisschen technisch und in die Tiefe ging, für Ihr Unternehmen hat das Rettungspaket nicht gepasst. Genau. Herr Miele, Sie haben sich ja sehr für dieses Rettungspaket eingesetzt und haben auch, glaube ich, die Ministerien mit dabei beraten. Sind Sie denn zufrieden mit der Lösung? Also ich glaube, und da muss man ja auch immer so ein bisschen, also Sophie und ich arbeiten ja auch eng im Bundesverband zusammen und das, was die Bundesregierung da insbesondere am Anfang der Corona-Krise geleistet hat, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gewesen, insbesondere auch von Jörg Kukies und seinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das auch ständig betont, dass wir der Meinung sind, dass in so einer ganz besonderen Zeit dieser Zusammenhalt zwischen BMF, BMWI und Startup-Szene etwas ganz Besonderes gewesen ist, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Das hat noch nie vorher jemand gemacht. Für Startups gab es vorher keine Rettungspakete. Insofern mussten wir da auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Ich höre für sehr viele ähnliche Geschichten wie die von Sophie, dass es dann in der tatsächlichen Ausgestaltung auch immer mal wieder Fälle gibt, wo das nicht funktioniert. Aber ich bin mir sicher, dass Jörg Kukies da die aktuellen Zahlen hat und da vielleicht auch gleich noch was zu sagen kann. Aber es gibt Unternehmen, die von diesen Rettungspaketen profitieren und es wird natürlich auch ein paar Unternehmen geben, die am Ende von diesen Rettungspaketen nicht profitieren werden. So wie das designed ist, bin ich also sehr zufrieden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, aus dem wir auch für die Zukunft viel mitnehmen können und ich hoffe wirklich, dass wir in zukünftigen Fällen genauso schnell auf solche Rettungsmaßnahmen zugreifen können, wie wir das beim Kurzarbeitergeld dieses Mal gemacht haben und das dann in der Schublade liegt. Die Frage, die wir uns alle stellen können, und das kann man diskutieren, ist dann, wie ambitioniert wollen wir bei diesen Rettungsschirmen sein? Wollen wir möglichst viele Startups retten oder wollen wir möglichst ganz viel Missbrauch vermeiden? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die kann man führen und die darf man auch führen, aber in der grundsätzlichen Ausgestaltung und die politische Motivation, der politische Wille, den haben wir gespürt und den spüren wir auch weiterhin. Und da muss ich sagen, dass wir als Startup-Szene da auch bei all dem, was man ja auch immer kritisieren kann, sehr, sehr dankbar dafür sein können, dass wir da auf einen konstruktiven Dialog mit den Ministerien gestoßen sind. Herr Kukies, ich würde die Frage von Herrn Miele gleich mal aufgreifen. Vereinbart haben Sie dieses Rettungspaket im Mai. Wie viel von den 2 Milliarden ist denn inzwischen, jetzt haben wir September, ausgezahlt worden? Naja, wir bewegen uns, je nachdem, welches, ob man jetzt Zusage, Auszahlung nimmt, so Größenordnungsmäßig, 600 Millionen. Aber
ist es völlig klar, das ist immer so nur eine Momentaufnahme. Also wir müssen natürlich gucken, wir haben ja zwei Säulen in dem Programm. Wir haben auf der einen Seite die Säule 1, die mit Venture Capital Unternehmen, also von VCs finanzierte Startups beinhaltet, und wir haben die über Landesförderinstitute gemanagte Programme, die nicht von VCs oder wo auch alle anderen reinkommen können. Wir haben ja nur die globalen Zahlen, das heißt, wir wissen, wie viel die KfW an die Landesförderinstitute gegeben hat. Die 16 Landesförderinstitute haben dann alle ihre eigenen Programme. Also von daher kann ich nur sagen, wir haben schon viele hundert Millionen ausgegeben, viele hundert Millionen werden folgen und viele Milliarden werden, wenn wir von dem Corona-2-Milliarden-Fonds auf den Zukunftsfonds mit 10 Milliarden gehen, werden nicht nur viele hundert Millionen folgen, sondern viele Milliarden folgen. Also von daher ist alles in der Pipeline. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, und das muss man schon versuchen zu verstehen, auch wenn es natürlich immer, wenn man immer alles gerne schnell hätte. Der große Unterschied ist, bei den klassischen KfW-Programmen, da hatten wir, als wir im März gesehen haben, es wird kritisch, schon vorhandene Programme in der Schublade. Wir hatten ein Intermediärsystem von Tausenden von Banken in Deutschland, die alle Kreditbeziehungen mit den Unternehmen haben und die zum Großteil schon bei der KfW angebunden waren. Ja, also sowohl das Unternehmen selbst, als auch der Intermediär, als auch das Produkt, nämlich der klassische Unternehmenskredit, waren alles bewährte Instrumente. Deshalb konnte man das innerhalb von 2 Wochen anschalten. Ja, das ging, das konnte man machen. Bei der Startup-Finanzierung haben wir weder Tausende von etablierten Kontakten zu den VCs in der Schublade, noch ist das Finanzierungsinstrument, das wir brauchen, nämlich EK oder Hybrid oder MES, etwas, das in Deutschland bis schon wahnsinnig erprobt ist. Ja, ich meine, wir haben ein Gesetzeswerk, an das wir uns ja halten müssen. Das nennt sich die Bundeshaushaltsordnung. Die ist eindeutig auf die Jahrzehnte Förderprogramme der KfW über klassischen Bankkredit ausgerichtet. Und das war halt schon eine interessante Debatte mit den Abgeordneten innerhalb der Ministerien, wie man die Welt der Bundeshaushaltsordnung mit der Welt der Startup-Finanzierung zusammenbringt. Startup-Finanzierung, das nennt man ja auch Risikokapital. Das genau. Ist was, was der Staat eigentlich scheut oder auch der Steuerzahler vielleicht auch nicht ganz so gerne hat. Aber andererseits muss man ja sagen, der Staat kann ja auch profitieren, wenn er investiert und später wird dieses Unternehmen mit Gewinn wieder verkauft. Wollen wir tun. Und das ist ja so ein bisschen der Mentalitätsshift, den wir haben. Wir haben nach der Finanzmarktkrise gesehen, dass es ein riesengroßes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung für die Programme gab, weil viele Banken rekapitalisiert wurden. Es hat den Steuerzahler im Endeffekt 60 Milliarden Euro von der Größenordnung gekostet, was Gelder sind, die an die Banken gezahlt wurden, die wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Und das hat natürlich ein riesengroßes Akzeptanzproblem generiert, das wir heute noch spüren. Ja, also eine der absolut ersten Punkte, fraktionsübergreifend, ministerienübergreifend in den Corona-Programmen war, Finanzinstitute dürfen davon nicht profitieren, weil das haben wir in der letzten Krise gesehen, wie schlimm das ausgehen kann. Ja. Und deshalb ist es einfach auch so, dass wir bei den Startup-Programmen auch darauf achten müssen, dass es eine balancierte Chance-Risikogewichtung gibt. Und das macht natürlich den Design der Programme auch nicht einfacher. Also von daher ist auch das ein Thema, das wir ein bisschen mitdenken müssen, wenn wir von dem 2 Milliarden Corona-Matching-Facility-Gedanken auf den 10 Milliarden Zukunftsfonds gehen wollen, dann brauchen wir natürlich auch eine Akzeptanz dafür. Bevor wir jetzt von dem 10 Milliarden Euro Zukunftsfonds sprechen, noch mal kurz die Frage, wenn man sich in der Startup-Szene umhört, es klang jetzt bei Frau Chung und auch bei Herrn Miele eben schon so an, dann gibt es doch eine ganze Menge Unternehmen, die sagen, da hat der Staat sich aber eigentlich so den sicheren Weg gewählt. Er investiert jetzt vor allem in solche Unternehmen, die schon große Investoren haben, vor allem Unternehmen, die solche Investoren haben, die der Staat schon kennt. Und viele kleinere, die jetzt nicht solche Investoren haben, die zum Beispiel von Family Offices finanziert werden oder von ausländischen Investoren oder einfach gar keine haben, die fallen da jetzt durchs Raster. Haben Sie da die Hürden ein bisschen hochgesetzt zu Ihren Gunsten? Dafür Säule 2. Das ist ja genau der Grund, warum wir neben die Säule 1, die
ja, auf VCs geht und die auf größere Investoren geht und deshalb natürlich auch reifere Startups geht, haben wir sehr bewusst Säule 2 gesetzt, wo es überhaupt keine Notwendigkeit von VC-Finanzierung gibt. Im Gegenteil, es gibt sogar dadurch, dass wir die Förderrichtlinien für die Landesförderinstitute leichter gemacht haben und auch keine Notwendigkeit von Co-Investment sehen als Vorschrift, haben wir eine Obergrenze auf das Investment von 800.000. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Säule 1 für die größeren, reiferen VC-Finanzierten und wir haben Säule 2 für alle, die nicht VC-finanziert sind. Also von daher versuchen wir das natürlich in Ausgleich zu bringen. Jetzt ist natürlich ein legitimes Argument. Es sind noch welche in der Mitte. Für die 800.000 in der Mitte und es gibt welche und das daran, das ist genau der Punkt, wo ich einfach versuche, verzweifelt um Verständnis zu werben, wo wir immer noch einen Unterschied haben, dass natürlich ein VC zu Due Diligence, der eine diskretionäre EK-Investmententscheidung trifft, ist natürlich ein wesentlich anspruchsvolleres Projekt als ein standardisiertes KfW-Kreditprogramm, wo im Prinzip jede Sparkasse, jede Volksbank ein Cookie-Cutter-Approach, einen Standard-Kredit vergeben kann. Da ist einfach die Welt der Startup-Finanzierung per Definition erheblich komplexer und lässt sich nicht so standardisieren wie die Welt der klassischen Kreditvergabeprogramme. Man hört das schon an dem Wort diskretionäre EK-Entscheidung. Ja, damit muss man wahrscheinlich leben. Das ist kompliziert, das gestehe ich. Höhere Komplexitätsgrade auch. Da würde ich aber gern was zu sagen. Also ich glaube, genau das ist ja auch das Learning, was wir machen können in so einer Zeit. Ja, das ist etwas, das wir bisher noch nicht gekannt haben, jetzt am lebenden Exempel kennenlernen und für die Zukunft eine Menge Learnings daraus ableiten können. Ja. Wenn ich noch hinzufügen darf, wir haben jetzt natürlich auch, nachdem 6 Monate vergangen sind, festgestellt, dass wahrscheinlich die Startup-Szene doch jetzt ganz gut durch diese Krise durchgekommen ist. Sie haben mal gesagt, im Mai erinnere ich mich bei uns im Background Digitalisierung, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann verlieren wir die halbe Tech-Welt. Ja, absolut. Und wir haben damals eine Umfrage gemacht unter über 1000 Gründern und da ist der Lockdown gekommen und alle sehen auf einmal ihre Umsätze einbrechen. Die Mitarbeiter wissen nicht mehr, was sie machen sollen, wollen zum Teil nicht ins Büro gehen, weil sie Angst haben, sich mit einem Virus zu infizieren, den sie nicht kennen. Da haben wir diese Umfrage gemacht und da haben 70% der Gründer gesagt, dass die ihre Existenz in den kommenden 6 Monaten bedroht sehen. Ich glaube, diese Panik und diese Angst, die wir alle gespürt haben und die wir alle hatten, war auch nichts Startup-Szene-Spezifisches. Das habe ich auch im Mittelstand gespürt. Ich komme ja selber aus einem mittelständischen Unternehmen. Das war da ja genauso. Jetzt mit mehreren Monaten in der Retrospektive ist es natürlich viel, viel einfacher, zurückzublicken und zu sagen, hey, wir haben irgendwie alle Glück gehabt und da waren gute Instrumente und da haben Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben uns alle brav die Masken aufgesetzt und mit Herz und Vernunft, wie Frau Merkel gesagt hat, diese Krise angepackt. Das hätte ja aber auch ganz anders laufen können. Insofern sitze ich heute auch hier, um zu sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diesen sehr, sehr konstruktiven Dialog mit der Politik geführt haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir viel gelernt haben. Und ich bin vor allem sehr dankbar dafür, dass die Effekte, die wir noch im März, April und Mai befürchtet haben und das, was ich im Tagesspiegel gesagt habe, dann am Ende des Tages vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Da bin ich sehr dankbar für. Jetzt muss man natürlich auch noch mal gucken, was kommt da noch alles. Ja, die Insolvenzen sind ausgesetzt. Wir wissen nicht, wann die Kurzarbeit beendet wird. Wie viele von den Millionen Menschen, die in der Kurzarbeit sind, werden am Ende in ihre Jobs zurückkommen? Wie viele Insolvenzen sind eventuell schon hinter verschlossenen Türen passiert, von denen wir noch nichts wissen? Da sind sicherlich noch einige Dinge, wo es mir ganz schwer fällt, eine Prognose darüber abzugeben, wie die Effekte auf die Startup-Szene sein werden. Sie haben gesagt, wir haben hoffentlich was gelernt oder was in Gang gesetzt. Sie, Herr Cookies, haben es eben schon angesprochen, den 10 Milliarden Euro Zukunftsfonds, denn die Startup-Szene hat ja nicht erst seit Corona ein Thema mit Finanzierung, sondern auch schon vorher. War das so, dass gerade bei großen Finanzierungsrunden Gründer in Europa selten Geldgeber finden oder selten genügend Geldgeber finden und ihre Anteile dann, einen Großteil ihrer Anteile dann in die USA oder nach Asien verkaufen? Herr Miele, als Sie Ihr Amt angetreten haben als Präsident des Startup-Verbands, haben Sie gesagt, es gibt 2 Themen für Sie, die Sie durchsetzen wollen oder für die Sie kämpfen wollen. Das ist einmal die Mitarbeiterbeteiligung, dazu kommen wir noch, und das ist dieser Zukunftsfonds. Der ist ja schon im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden und dann im vergangenen November, meine ich, nochmal in einem Koalitionsbeschluss konkretisiert worden. 10 Milliarden sollen es werden in den nächsten 10 Jahren.
Jetzt ist aber auch dieses Jahr schon wieder fast rum und es gibt ihn immer noch nicht, den Zukunftsfonds. Herr Cookies. Na, es gibt ihn. Wann kommt er? Wir mussten halt auf die Krise reagieren und haben, also ich würde es eher mal Glas halb voll formulieren, dass wir 2 Milliarden schon mal vorgezogen haben. Ja, also von daher, das kann man natürlich dann so sagen, dann, ja, aber dann ist ja 10 Milliarden reingerutscht. Also Sie sagen, die 2 Milliarden, die Sie jetzt für die Rettung ausgegeben haben, die ziehen Sie dann bei dem Zukunftsfonds wieder ab? Nö, die müssen wir nicht abziehen. Das hängt davon ab, was das Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages uns gewährt. Wir werden, wenn das alles weiter so erfolgreich bleibt, dann werden wir sicherlich einen größeren Aufschlag machen. Was werden Sie denn, Sie schlagen ja dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages was vor. Ja. Als Finanzministerium, was werden Sie denn vorschlagen? Was wird denn fürs nächste Jahr drin? Ja, also wir haben im Koalitionsausschuss beschlossen 10 Milliarden. Wenn alles gut geht, schlagen wir 10 Milliarden vor. Mal gucken, was es ergibt. Aber es kommt ja auch gar nicht drauf an, ob da jetzt erstmal eine Zahl von 6 oder 8 oder 10 oder 12 drin steht. Ich meine, die gesamte Startup-Finanzierung in 2019 war 6 Milliarden. Wir werden die 10 Milliarden auch nicht innerhalb von 6 oder 12 Monaten sofort ausgeben, weil das ist ja eine Größenordnung, in die wir uns reinarbeiten müssen. Ich glaube, es wäre auch niemandem gedient, wenn wir jetzt massiv Staatsgeld in Startups gehen würden und mehr Staatsgeld als privates Geld in die Startup-Szene reinschütten würden. Ich glaube, die Idee war ja, steht ja auch im Koalitionsausschuss drin, dass das ein Aufwuchsprozess ist, der graduell sich erhöht. Und möglicherweise kriegen wir ja sogar einen Dynamismus rein, dass wir ein paar Exits jetzt kriegen und sich das quasi dann auch erfolgreich aufbaut. Ja, das ist ja auch möglich. Also von der würde ich mich jetzt nicht auf eine Zahl fixieren, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Scheck schreiben und das Geld wird dann sofort ausgezahlt, sondern wir müssen intelligente Möglichkeiten finden, wie wir zu den einzelnen Startups auch gezielt hinkommen. Ja, das ist, glaube ich, das wesentlich Wichtigere. Die 10 Milliarden sind eine Größenordnung, die zeigt, dass wir es sehr, sehr ernst nehmen und dass wir auch wirklich in die Vollen gehen wollen. Ich würde mich jetzt aber nicht an der konkreten Zahl aufhängen. Ich finde, wesentlich wichtiger für uns ist, dass tatsächlich der Mechanismus, wie wir die Möglichkeiten schaffen, dass wir in Deutschland ein Ökosystem aus VCs, aus Family Offices, aus Business Angels, aus institutionellen Investoren, aus Versicherern kriegen, die alle das Thema Startup-Finanzierung stärker betreiben. Gefördert durch staatliche Gelder, aber auch durch einen Rahmen. Ja, wir wollen ja auch nicht nur Geld reinpumpen, wir wollen ja auch den Rahmen so setzen, dass VCs sich in Deutschland nach Deutschland angezogen fühlen. Ja, also das ist ja auch eine Idee im Zukunftsfonds, dass Sie beispielsweise, Sie haben es gerade angesprochen, die institutionellen Investoren, zum Beispiel große Versicherer, die sehr viel Geld haben, bisher dieses Geld aber nicht in Startups zu investieren, weil es ihnen einfach zu riskant ist, um es mal so einfach zu formulieren, die wollen Sie ja irgendwie dazu bringen, dass die auch in diesen Fonds einzahlen. Ja, oder Sie investieren in Sequoia und Index und andere, die, wenn Sie auf die Liste kommen, dann investieren Sie lieber in die etablierten... Also in große amerikanische Silicon Valley Kapitalgeber. Als, genau. Und das ist eine Dynamik, die wir versuchen zu durchbrechen. Obwohl ich sagen muss, ich beteilige mich auch nicht an dem US-VC-Bashing. Ja, ich meine, wir sind eine offene Volkswirtschaft. Der DAX gehört zu einem großen Teil internationalen Investoren, was einer globalen Volkswirtschaft absolut angemessen ist. Von daher finde ich es jetzt auch per se erstmal gut, wenn internationale Venture Capitalists sich Berlin und München und Hamburg als Investitionsstandort anschauen. Das sollten wir nicht, ich finde, da sollten wir keinen falschen Zungenschlag reinkriegen. Mhm. Wir wollen zusätzlich zu den internationalen Venture-Investoren helfen, dass es in Deutschland ein Ökosystem gibt von in Deutschland aktiven VCs, die hier nochmal die kritische Masse kriegen. Und dann schafft man auch eine positive Dynamik, weil es dann mehr Wettbewerb gibt, mehr kritische Masse und so weiter. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen, die Versicherer investieren lieber in die großen Kapitalgeber in den USA statt hier in Deutschland. Ist es also so, haben die einfach Angst, sich hier mit dieser Startup-Szene zu beschäftigen, die noch nicht sehr alt ist und wo man noch nicht so richtig weiß, ob man da die Gewinne wieder rauskriegt? Oder ist das ihre Regulierung, die es ihnen verbietet, da zu investieren? Ein paar Sachen. Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es in den Vereinigten Staaten wesentlich mehr VCs gibt, die die formalen Kriterien eines institutionellen Investors erfüllen. Was Track Record angeht, was
Exits angeht, aber natürlich auch was Aufnahmefähigkeit angeht. Es ist einfach so, dass wir, wenn wir in Deutschland die VC-Szene ansehen, da haben wir ja viele vielversprechende VCs, die sind aber, was ihre Volumina, die sie aufnehmen können, angeht, erheblich kleiner sind als die großen etablierten Spieler aus Silicon Valley. Und dann ist es natürlich völlig klar, dass wenn ein Versicherer mit begrenzten Ressourcen sagt, wenn ich um ein Ticket von 10 Millionen zu schreiben, ist für mich der gleiche Aufwand, wie ein Ticket von 100 Millionen zu schreiben oder von 200 Millionen zu schreiben, dann ist es schon klar, dass natürlich das so ein bisschen für die VCs, die hier aus Deutschland kommen und in Deutschland oder Europa investieren, natürlich schon vom Wettbewerb her schwieriger ist. Zumal es ja so ist, dass die große Vielzahl der deutschen institutionellen Investoren gar nicht in VCs investieren. Und wenn sie es tun, von daher, diese Dynamik, die müssen wir ein bisschen verbessern, dass die VC-Szene hier eine kritische Masse bekommt. Ich muss das Narrativ ein ganz kleines bisschen ergänzen an der Stelle. Ja. Also US-VC-Bashing ist sicherlich auch nicht das, was die Startup-Szene will. Wenn wir uns aber das Return-Profil, und wir haben ja mit dem Europäischen Investment Fund da auch schon staatliche Organisationen und staatliche Gelder, die fließen, ja durchaus seit über 10 Jahren die Möglichkeit zu vergleichen und stellen fest, dass europäische VCs die US-Kollegen an vielen Stellen sogar ausperformt haben. So, dass wir da aber deshalb insbesondere in der Growth- und Later-Stage-Phase eine Lücke haben, die aktuell noch nicht gefüllt wird, weil wir strukturelle Defizite haben, das müssen wir an der Stelle durchaus auch sagen. Also ich bin total bei Ihnen, jetzt abzuschotten und zu sagen, wir ziehen Mauern hoch und wir wollen nur noch deutsches Geld, nur noch deutsche Investoren, wäre völlig falsch. Wir brauchen einen freien Markt, wir brauchen den fairen Wettbewerb. Aber gerade wenn ich mir anschaue, dass wir ja heute schon mit Institutionen wie der KfW Capital oder aber auch dem Europäischen Investmentfonds in die ganz frühe Phase Ihre und meine Steuergelder investieren und damit in ein hohes Risikoprofil reingehen, dann glaube ich, ist es ja nur Fug und Recht, wenn wir versuchen, auch in der Wachstumsphase Kapital privat von den Versicherern zu mobilisieren, was die Amerikaner viel besser machen als wir, um eben dann auch hinten heraus an den Cashflows zu partizipieren. Also wir wollen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie wollen gern das Geld der Versicherer. Sie müssen es noch verhandeln mit denen? Oder sind Sie da schon? Naja, also wir versuchen natürlich im Rahmen des Zukunftsfonds auch Modelle zu finden, die richtigen Anreize für europäische institutionelle Investoren, die in deutsche VCs oder direkt in Startups investieren wollen, einen Anreiz geben, mehr zu machen. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber wir werden jetzt keine Regulierung machen und sagen, alle deutschen Versicherer müssen jetzt XY so oder so investieren. Das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ist eher, über Anreize zu kommen als über Vorschriften. Dann würde ich an dieser Stelle mit Blick auf die Zeit, weil wir noch so viele andere spannende Themen haben, dieses spannende Thema zurückstellen für später. Wir bleiben da dran. Und nochmal über ein anderes Ihrer Lieblingsthemen sprechen. Herr Miede, die Mitarbeiterbeteiligung. Was ist das? Wofür brauchen Sie das? Und was ist daran so schwierig? Es wäre eigentlich für Sophie die bessere Frage gewesen. Aber wofür brauchen wir? Dann machen wir es so. Frau Chung, Mitarbeiterbeteiligung. Ja, Mitarbeiterbeteiligung. Was ist das? Das ist eine Art und Weise, wie ich als Gründerin meine Mitarbeiter vom unternehmerischen Erfolg partizipieren lassen kann. Na, also wenn ich ein Unternehmen gründe und das dann erfolgreich wird und mehr wert sein wird, dann wird das irgendwann mal an die Börse gebracht oder verkauft und daraus ergibt sich ein Gewinn. Und normalerweise wird dieser Gewinn an die Gründer und an die Investoren ausgeschüttet. Und da gibt es das Konzept, dass ein Teil dieses Gewinns auch an die Mitarbeiter ausgeschüttet wird. Und das ist total super für Gründer, weil das eine Art und Weise ist, wie man Mitarbeiter kompensieren kann, wie man die Interessen der Mitarbeiter an den unternehmerischen Erfolg binden kann und all diese Themen. Also das hat meiner Meinung nach eigentlich nur Vorteile, wenn man sozusagen ein System schafft, wo Gründer, Investoren und Mitarbeiter alle am selben Strang ziehen und gleich vom unternehmerischen Erfolg partizipieren können. Und man muss auch nicht ganz ein hohes Gehalt zahlen, wenn man sich das als Startup noch nicht leisten kann. Ja, das also verstanden? Genau, wenn man gründet, dann hat man meistens nicht so viel Geld, weil man da noch am Anfang steht und Geld einsammeln muss. Man braucht aber ein tolles Team, das mit einem das Unternehmen aufbauen möchte. Und hier geht man dann auch immer so ein bisschen einen Handel ein und sagt, du verzichtest auf einen Teil deines Gehaltes, du bekommst aber dann Unternehmensanteile.
oder virtuelle Anteile in unserem Fall. Und wenn das mal erfolgreich ist, dann wirst du auch an diesem Delta dann mit partizipieren. Also Sie machen das schon, höre ich raus. Sie geben zumindest virtuelle Anteile an Ihre Mitarbeiter. Wo ist dann das Problem? Wieso ist das so ein Riesenthema, dass Herr Miele gesagt hat, das ist eines von zwei Themen? Ja, also da gibt es einige Probleme. Das ist einmal sozusagen ein strukturelles Problem. Wenn wir über Mitarbeiteranteilen sprechen, dann sind das in den seltensten Fällen echte Anteile. Das sind virtuelle Anteile, die wir angeben. Und ich erwähne das, weil wir ja als Startup immer auch im internationalen Vergleich stehen. Also wenn ich einen Marketing-Experten einstellen möchte, dann kann der einen Job in New York annehmen oder der kann einen Job in Berlin annehmen. Und eine der kritischen Fragen, die man bekommt, ist, was bekomme ich dafür? Wie viel Gehalt und wie viele Anteile? Und wenn ich dann als deutsches Startup da sitze und sage, ja, du bekommst Anteile, aber das sind keine echten Anteile, das sind virtuelle Anteile, dann tritt man schon sozusagen erstens mal ganz schnell in die zweite Reihe. Und das Zweite ist dann, okay, dann hat er verstanden, das sind virtuelle Anteile, die werden dann auch noch zusätzlich anders besteuert. Ja. Und als echte Anteile in den USA, beziehungsweise auch echte Anteile für Investoren oder für Gründer. Und das in Kombination macht es einfach sehr, sehr unattraktiv für ein deutsches Unternehmen in Konkurrenz mit einem international agierenden Unternehmen in den USA, aber auch in anderen Ländern, dann auf Talentsuche zu gehen. Mhm. Herr Kukies, was ist so schwer daran, da was zu tun? Sie haben das ja, auch das haben Sie ja schon mehrfach, glaube ich, als Bundesregierung versprochen. Jetzt zuletzt in einem Koalitionsbeschluss, das glaube ich gerade erst mal so ein paar Wochen her. Da steht nochmal drin, Mitarbeiterbeteiligung, das wollen wir jetzt ermöglichen. Ich höre, es gibt keine echten, sondern nur virtuelle Anteile und die werden zu stark besteuert. Was kann denn so schwierig daran sein, das zu ändern? Naja, es gibt ja echte Anteile. Das Problem ist, echte Anteile unterliegen dem sogenannten Dry-Income-Problem. Das Dry-Income-Problem besteht darin, dass Unternehmen, die kein Börsenlisting haben, keine Möglichkeit haben, die in Deutschland sofort fällige Steuer bei Erteilung der echten Optionen oder Anteile an den Fiskus abzuführen. Das heißt, man hat das Problem, dass wenn man für 100 Geldeinheiten eine Unternehmensbeteiligung bekommt, hat man erstmal einen illiquiden Anteil, den man nicht sofort verkaufen kann. Aus steuerlicher Sicht hat man aber Einkommen bekommen. Das heißt, man kriegt sofort dann eine Aufforderung des Finanzamts, bitte von den 100 Euro so und so viel an den Fiskus abführen, was natürlich für jemand, der oder die Alternative hat, in einem anderen Rechtssystem oder einem anderen Steuersystem zu arbeiten, wo erst bei Verkauf die Steuer fällig wird, hat natürlich einen Anreiz, nicht in Deutschland zu arbeiten. Könnte man ja ändern, oder nicht? Und daran arbeiten wir. Und das ist genau präzise das, was wir erreicht haben, durch ganz viel Arbeit und ganz viele Diskussionen, wo wir dieses Dry-Income-Thema noch in viel filigranere Details verstanden haben, als ich das jetzt mal so ganz kurz dargestellt habe. Und wir sind gerade dabei, uns innerhalb der Bundesministerien zu einigen, wie wir ein Gesetz schreiben können, das genau dieses Problem adressiert, auf der anderen Seite aber natürlich Missbrauch verhindert. Das ist eine deutsche Krankheit, sage ich mal, dass immer wenn man ein Steuergesetz macht, gibt es hunderte von Steueranwälten, die sich sofort draufstürzen und sagen, okay, wie kann ich jetzt dieses Gesetz nutzen, um für jemand, der damit eigentlich gar nichts zu tun haben sollte, nochmal irgendwelche Steuersparmodelle zu stricken. Das ist ein grundlegendes Problem. Das heißt, wir müssen natürlich, auch wiederum komme ich zurück zum Thema gesellschaftlicher Konsens und Akzeptanz von solchen Regeln, wir müssen natürlich ein Regelwerk schaffen, bei dem keine Arbitrage mit Sozialabgaben betrieben werden kann, ja, dass Geschäftsmodelle, die dann alles nur in Aktien machen und dann dem sozialen Sicherungssystem schaden. Wir müssen vermeiden, dass jemand, keine Ahnung, eine Aktie bekommt, die dann kurz vorm IPO dadurch die Versteuerung umgeht oder vermeidet, indem man in einen Niedrigsteuerkanton in dem benachbarten Ausland umzieht. Also da muss man schon aufpassen.
aufpassen, weil natürlich, wenn wir eine Regel schaffen, bei der dann, wenn es gut läuft, uns ein IPO gibt und jemand richtig viel Geld verdient, dann auch dann nicht in Deutschland Steuern zahlen muss darauf, sondern dann eine Möglichkeit hat, das zu umgehen, dann ist der gesellschaftliche Konsens sofort weg und dann wird diese Regelung sofort wieder einkassiert. Also Sie daher, wollen auch hier auf der sicheren und das sind, Seite bleiben. Das ist natürlich sowas, dann rechtssicher in Gesetze zu machen, ist keine triviale Angelegenheit, aber wir sind gut dabei. Also wir wollen Herr Miele, das überzeugt machen. Sie das? Ist das... Das, muss das so lange dauern? Also erstmal ist mir noch ganz wichtig, vorab etwas anderes festzustellen. Sophie hat das eben auch gesagt und Jörg Kukies hat auch gerade gesagt, es geht auch darum, dass wir Missbrauch vermeiden. Für uns, die wir hier die Startup-Szene repräsentieren, muss es ja auch das allererste Ziel sein, dass wir da keine Steuerschlupflöcher, Arbitragemöglichkeiten oder sonstigen Konstrukte erschaffen, die uns am Ende in ein paar Jahren von heute auf solchen Bühnen wie dieser hier entgegenfliegen und wir uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir versucht haben, den deutschen Staat und den deutschen Steuerzahler auszutricksen. Das darf und wird und soll nicht passieren und da versuchen wir auch alles gemeinsam mit den Ministerien für zu tun. Gleichzeitig ist es natürlich aber trotzdem wichtig, dass wir uns der ganz ursprünglichen Thematik der Mitarbeiterbeteiligung widmen. Das, was Sophie eben auch aus der Praxis beschrieben hat. Wir möchten und wir wollen am Ende des Tages die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland gewinnen und aber auch im Inland halten können. Und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind eben eines dieser Instrumente, weil die Startups eben häufig nicht die Möglichkeit haben, jemandem, der mal bei Goldman gearbeitet hat, 500.000 Euro Jahresgehalt zu zahlen. Das geht dann nicht. So. Das Argument, dass man nur die Gehälter drückt, da kann man sich lange drüber streiten. Aber jeder, der mal eine Firma gegründet hat, weiß, dass man am Anfang einfach mal sich da hinsetzen muss. Und natürlich überlegt man dann im Zweifelsfall auch, was kann man denn eigentlich tun, um mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen diese Talente zu binden und zu holen. So. Die Schwierigkeit, und da bin ich komplett bei Jörg Kukies, besteht natürlich jetzt darin zu schauen, wie können wir einerseits diesen Missbrauch und diese Steuerschlupflöcher stopfen und sicherstellen, dass wir da keine größeren Probleme kreieren, als wir heute haben. Dem aber steht gegenüber, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Also haben wir, jetzt komme ich nämlich zurück auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich dieses, wir haben da so und so viele Plätze gegenüber den Franzosen und allen anderen verloren. Wenn wir in Deutschland in der Digitalisierung vorne mitspielen wollen, dann dürfen wir nicht immer nur A sagen und das haben wir uns sehr gut antrainiert, sondern dann müssen wir auch B sagen und dann müssen wir in der Lage sein, auch mal ambitionierte politische Ziele auszurufen und dann den politischen Prozess dahinter auch wirken zu lassen. Beim Zukunftsfonds, bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, bei den Corona-Hilfen, überall da, wo wir mit der Startup-Szene in Kontakt kommen. Und ich habe da großes Verständnis für, dass man sagt, wir müssen das auch alles sehr deutsch machen und sehr vorsichtig machen und wir wollen da irgendwie dem Steuerfieslingen da nicht die Tür und Tor öffnen. Bin ich auch nicht dafür. Ich möchte nicht hier mit Jörg Kukies dann irgendwann darüber streiten, dass wir ja alle in der Startup-Szene da dem Steuerzahler Geld geklaut haben. Das will ich nicht. Herr Kukies, ich glaube, Sie müssen gleich los. Ja, leider. Jetzt schon oder noch eine letzte Frage? Eine Frage. Ihr Chef Olaf Scholz ist ja jetzt auch nicht mehr nur Finanzminister, sondern auch Kanzlerkandidat, also quasi im Wahlkampf. Kann man mit Start-ups, mit Mitarbeiterbeteiligung, mit dem Zukunftsfonds, kann man damit Wahlkampf machen? Ist das ein Thema? Ja, also selbstverständlich ist das ein Thema, das für die Wachstumsperspektive von unserem Land extrem wichtig ist. Also von daher, da es ein absolutes Mehrheitenthema ist, wie wir es schaffen, unser Land auf einen höheren Wachstumspfad zu bringen, wie wir es schaffen, Startups ins Land zu bringen, Startups im Land größer werden zu lassen, Erfolgsgeschichten zu schaffen, glaube ich auf jeden Fall, dass es ein Thema ist, bei dem die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung auch zustimmen würde, dass es Sinn macht, da gute Anreizsysteme und Förderungsmöglichkeiten zu schaffen. Absolut. Also können Herr Miele und Frau Chung jetzt hoffen, dass Sie im Zuge des Wahlkampfs das noch ein bisschen schneller vorantreiben? Ja, aber das ist völlig unabhängig vom Wahlkampf. Also allein die Tatsache, dass wir diese Programme beschlossen haben, weit bevor es um Kanzlerkandidatur oder sonst was ging. Also den Zukunftsfonds, den haben wir vor fast einem Jahr vom Grundsatz her beschlossen. Die Corona-Matching-Facility haben wir im März beschlossen. Der Koalitionsausschuss zur Mitarbeiterbeteiligung ist mehrere Monate. Also das war ja alles weit vor der Zeit der. Also von daher würde ich sagen, ist diese Frage total unabhängig von der Frage, ob jetzt von der Kanzlerkandidaturfrage, ist ein Thema, die dem Olaf Scholz sehr am Herzen liegt, schon weit vor der Zeit. Vielen Dank. Falls Sie gleich weg sind, sage ich schon mal tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Und jetzt möchte ich endlich Herrn Bobser mit in die Diskussion einladen. Schön, dass Sie noch da sind. Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten. Nee, war gut. Wie ist das, die Startups hier in Berlin, die klagen über, die können nicht so große Gehälter zahlen und richtige Anteile können sie nicht ausgeben. Wie ist das für einen baden-württembergischen Mittelständler in einem Ort, der, glaube ich, keinen ICE-Anschluss hat? Wie leicht oder schwer ist das für Sie, digitale Fachkräfte zu gewinnen? Ich sehe Startups erstmal im größeren Zusammenhang und habe jetzt auch interessiert zugehört, weil natürlich das Startup-Ökosystem mit den besonderen Umständen auch eine eigene Diskussion wert ist, auch im Zusammenhang mit der Politik. Aber ich möchte natürlich auch dafür werben, dass der Mittelstand auch gerne Bestandteil dieses Ökosystems sein möchte und sollte. Ja. Und das ist auch, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass wir mit Unternehmen oder jungen Menschen zusammenarbeiten, die teilweise noch gar keine Unternehmen haben, sondern vielleicht eine Idee aus einer Universität oder ein Patent, und dann mit uns in Dialog treten, was jetzt so daraus gemacht werden soll. Das sind ganz spannende Dialoge. Da geht es noch gar nicht mal um Finanzierung, sondern da geht es um Erfahrungsaustausch. Und da sind wir als Experte für Temperiertechnik auch mit dabei an verschiedenen Fokus-Universitäten in Deutschland, ja, die halt jetzt gut zu uns passen. Und deswegen möchten wir hier auch Bestandteil des Ökosystems sein. Ich biete quasi auch eine Partnerschaft an den ganzen Startups. Die Politik ist wichtig. Aber auch nicht nur die Politik. Ich selber bin auch Angel Investor mit 6 Investments im Silicon Valley, wo ich ja auch ein Jahr gelebt habe und habe halt festgestellt, wie unwichtig die Politik sein kann. Das war sehr erfrischend im Übrigen, weil die Politik sehr im Hintergrund ist. Die Bundespolitik, Gott sei Dank auch in Kalifornien, und habe sehr viel privatwirtschaftlich getragen wird. Also ich persönlich kann jetzt nicht das ganze Ökosystem hier authentisch beleuchten, aber selber war ich halt in der Angel-Investor-Szene. Es ist schon spannend, was für tolle Unternehmer, wenn sie dann, also in Ruhestand geht ja keiner, da heißt es dann semi-retired, ja, die treten dann ein bisschen kürzer und stellen ihr Wissen halt jungen Unternehmen zur Verfügung, nicht nur das, konsolidieren dann Kapital und können dann auch mal so erste Finanzierungsrunden stemmen. Ja, das finde ich toll und da wünschte ich mir vom Staat, nun ist er weg, aber dennoch wäre ich sicherlich gehört, auch Unterstützung für Privatinvestoren unter Umständen auch für mittelständische Unternehmen besser und enger mit Startups zu kooperieren. Ich sehe hier gerade eine Frage auf dem Bildschirm. Die habe ich auch gesehen. Die geht an Sie auch gleich. Nämlich, welche Erfahrungen aus dem Silicon Valley, das hätte ich auch gefragt, haben Sie denn mitgebracht und als Sie dann zurückkamen in Ihr Familienunternehmen, was konnten Sie davon hier nochmal replizieren, heißt es ja hier in der Frage. Also mich hat getrieben die wirklich Gier, was ist Innovation und wie entsteht Innovation? Das ist für mich die grundlegendste Frage für Unternehmen, weil Innovation die Beständigkeit sichern. Hier auch eine interessante Parallele zu Startups oder auch nicht Parallele. Also erstmal sind mittelständische Unternehmen und Startups ja irgendwie auch von Gründerpersönlichkeiten getrieben, wie ich finde. Schöne Gemeinsamkeit. Ganz gegensätzlich ist für mich aber, dass Familienunternehmen eigentlich gerne das Unternehmen in die nächste Generation weitergeben und viele Startups einmal exitgetrieben sind. In den USA noch mehr als in Deutschland, aber letztendlich ist es doch auch ein Ziel, dann irgendwann da rauszugehen und teuer zu verkaufen. Und diese Idee, wie entsteht Innovation, hat mich eigentlich zu Startups geführt, wenn ich so sagen darf. Weil Sie wollten innovativ bleiben. Wie bitte? Sie wollten innovativ bleiben als Familienunternehmen. Ja, aber Startups sind, finde ich, per se innovativ in irgendeiner Art, weil sie meistens einen Mangel feststellen im Markt durch eigene Erfahrung, durch Marktforschung oder auch durch eine Technologie getrieben sind. Und da steckt aus meiner Sicht erstmal viel Innovatives drin, was ich gerne kennenlernen möchte. Ich gehe auch darüber hinaus, ich finde auch Startups arbeiten oftmals innovativ, Stichwort agil, weil sie dazu getrieben sind. Ja, also da gibt es einfach noch nicht diese Arbeitsteilung wie in größeren Unternehmen, sondern jeder muss vielleicht am Anfang so ein bisschen alles machen und mit unwahrscheinlich viel Leidenschaft. Und deswegen habe ich auch immer ein bisschen neidisch auf Startups geschielt, weil die so viel Energie haben und habe mir überlegt, wie kann ich diese Energie in mein Unternehmen bringen. Ja? Und also Technologiemonitor, interessante Arbeitsform, 2 Gründe, die mich dazu veranlasst haben, mich näher mit Startups zu beschäftigen.
Und haben Sie es geschafft? Haben Sie diese Energie in Ihr Unternehmen bringen können? Und wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert, als Sie zurückkamen und gesagt haben, hey, wir sind jetzt alle agil? Es muss natürlich von innen wachsen, das dürfen Sie nicht so sagen, aber es ist schon wichtig, dass Sie viel kommunizieren, warum Innovation wichtig ist. Ich habe immer die Frage gestellt, warum werden eigentlich Unternehmen älter als ein Mensch? Ja, ist ja gar ganz interessant. Es gibt Familienunternehmen, die sind hunderte von Jahren alt. Und ich glaube, weil Unternehmen sich immer neu erfinden, weil sie sich verändern im Laufe der Geschichte. Und das hat ganz viel mit Innovation zu tun. Wenn Sie quasi darüber sprechen, wie sind wir zukunftsfähig, dann können Sie die Mitarbeiter auch mitnehmen. Mhm. Weil Zukunft interessiert jeden. Und dann ist die Frage, wie wird man zukunftsfähig? Und dann komme ich halt mit meinen Themen Innovation, Startup. Ich rede auch gerne über exponentielle Innovation. Hat nicht nur mit Startups zu tun, sondern auch Unternehmen müssen lernen, nicht nur kleine Innovationsschritte zu leisten, sondern auch groß zu denken. Wenn man so möchte, wurde ich da auch durch Silicon Valley inspiriert. Ja, diese 10x oder einfach mal zu sagen, ich habe hier alle Ressourcen, wie schnell kann man wachsen? Das hat mich schon sehr fasziniert. Und ich habe ja hier mein Abenteuerspielplatz Unternehmen und probiere hier selber diese Sachen umzusetzen und, wie Sie zu Recht sagen, mein Team und meine Belegschaft auf die Reise mitzunehmen. Und Sie arbeiten aber auch mit Startups zusammen. Also ja. Nutzen auch deren Mitarbeiter und deren Innovationspotenzial für neue Produkte? Oder? Ja, ich habe so ein bisschen, also haben wir es geschafft. Das ist natürlich ein Prozess, ja. Aber sicherlich bin ich stolz, dass man so nach 3-4 Jahren so erste Erfolge vorweisen kann. Und die Zusammenarbeit mit Startups umfasst bei uns so einen ganzen Katalog, finde ich. Also wir haben ein Startup, da haben wir die Produkte in unser Portfolio genommen. Mit einem anderen Startup reden wir über Industrialisierung von Produkten. Wir haben hier Prototyp MVP, die sind interessiert, wie schaffe ich es jetzt in die Massenproduktion zu gehen. Da können wir sicherlich was dazu beitragen. In manchen Fällen gibt es auch Finanzierung, aber gar nicht mal immer. Die Finanzierung kommt bei uns irgendwann und dann muss ich natürlich sagen, sind wir meistens in der ersten Finanzierungsrunde dabei. Jetzt haben wir tatsächlich einmal eine Series A begleitet. Das war schon auch spannend mit ganz großen Investoren wie Skion Ventures, da als mittelständisches Unternehmen mitzumachen. Die Lernkurve ist dann schon sehr steil. Ich denke, wir schauen erstmal, was will das Startup, was passt zu uns und dann versuchen wir partnerschaftlich ein Aktionsfeld zu definieren. Aber das Geld, nehme ich mal an, verdienen Sie vor allem mit Ihrem Kerngeschäft noch. Wie ist das jetzt in so einer Krise, auch wenn Sie mal so an Ihre Unternehmerbekannten denken. Ist diese Krise, wird die jetzt dazu führen, dass mehr Unternehmen sagen, hey, wir probieren das jetzt mal aus, weil wir haben gesehen, wir müssen digitalisieren, also probieren wir es doch mal aus, wie das ist, mit einem Startup zusammenzuarbeiten, oder wird der Trend dahin gehen, dass man sagt, oh, ist das Krise, jetzt bin ich vorsichtig und mache lieber das, was ich gut kann und mit dem ich noch Geld verdiene. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Da erwischen Sie mich jetzt nicht gerade auf dem optimistischen Fuß, weil da sehe ich tatsächlich eine kleine Tragik der Geschichte. Weil eigentlich muss man in Investitionen investieren, wenn es einem gut geht. Und wenn ich vor 3 Jahren mit meinen Unternehmerkollegen über Innovation und Silicon Valley gesprochen habe, die mich ein bisschen mit großen Augen angeguckt haben und gesagt, uns geht's doch gut. Ja, wir kriegen keine Fachkräfte, wir haben so viel zu tun. Was willst du denn? Ja, inzwischen rufen sie mich an oder wollen Videokonferenzen. Wie macht ihr das da? Und jetzt ist natürlich so, wenn es einem selber schlecht geht, wenn man in Kurzarbeit ist, ist es unwahrscheinlich schwer, finde ich, diesen Sprung in Risikokapital, ich nenne es jetzt mal Risikokapital, denn selbst wenn Sie selber an Innovation arbeiten, wissen Sie ja nicht, ob da was rauskommt. Und wenn Sie 500.000, ich nenne mal eine realistische Zahl, in so ein Innovation Lab stecken, dann ist das erstmal vom Gewinn abgezogen. Und Ihre Gesellschafter müssen es auch erstmal cool finden. Und ich glaube nicht, dass Sie es cool finden, wenn Sie Kurzarbeit haben und kaum Gewinne haben. Da wäre aus meiner Sicht auch ein Anliegen des Mittelstands, wenn ich den jetzt mal repräsentieren darf, auch hier vielleicht vom Staat zu unterstützen, gerne im Schulterschluss. Nicht nur mein Kritikpunkt wäre jetzt, kränkelnde Unternehmen zu unterstützen, auch mit einer Verlängerung der Kurzarbeit, die ich für falsch halte, sondern halt auch Unternehmen, denen es so noch ganz okay geht, bei zukunftsorientierten Maßnahmen wie Innovation, gerne auch Zusammenarbeit mit Startups, zu unterstützen durch gewisse Maßnahmen, um einfach dieses Dilemma, in dem sich jetzt viele Unternehmen, meins Gott sei Dank nicht, Sie haben Impfstoffforschung erwähnt, aber viele meiner Unternehmerkollegen, gerade in Baden-Württemberg, geprägt durch Automobilindustrie, Zulieferindustrie, haben doch jetzt große Ängste und leider sind die Nachrichten eher negativ aus diesen Branchen.
Sie haben gerade gesagt, Sie müssen die Gesellschafter überzeugen, da mitzumachen, auch auf jetzt Gewinne zu verzichten und sie weiter zu investieren. Auch Mitarbeiter müssen überzeugt werden. Sie haben auch eine Verantwortung für eine Menge Mitarbeiter. Wie reagieren denn so Betriebsräte auf Innovationsthemen? Was sind da Ihre Erfahrungen? Sind das eher Bremser oder können die eher vermitteln in die Belegschaft hinein? Erstmal ist interessant, dass ich ja aus einem durchaus traditionellen Maschinenbauunternehmen komme. Ja, wir werden jetzt 64 Jahre alt und wir haben einen Betriebsrat, wir haben viele Mitarbeiter, die gewerkschaftlich organisiert sind, in der IG Metall, sicherlich auch eine sehr harte Branche, wenn ich es mal so sage, mit hohen Gehaltssteigerungen. Und ich denke, ich rede jetzt über Jahre, ich habe auch bei Betriebsversammlungen, ich sage mal salopp, nur mit Handzeichnungen und Innovationsprozessen präsentiert, dass über die Jahre da ein gewisses Verständnis da ist bei meinem Betriebsrat, wenn Sie ihn so konkret ansprechen. Sicherlich nicht immer von Anfang an, vielleicht gelte ich da auch als ein bisschen verrückt oder so, okay. Aber jetzt über die Jahre, wo wir doch eine gute Wachstumskurve haben und auch zum Beispiel Startups erlebbar sind, ja, vor einem Jahr haben wir so eine Hausmesse gemacht mit Startups. Die sind gekommen und haben ihre Erfindungen gezeigt und die haben alle mit Temperieren zu tun gehabt und wir beschäftigen uns mit Temperieren. Das war für mich ein Glücksmoment, dass quasi der Facharbeiter keine Scheu hat, zu dem promovierten Physiker zu gehen und mal zu fragen, was hast du da? Ja, also da waren fantastische Dialoge und ich nehme das mal als Beispiel, weil es so griffig ist. Und alle reden immer unter Innovationskultur. Ja? Und Innovationskultur kann man nicht machen, weil es ist eine Summe von vielen konkreten Maßnahmen, wie solche Berührungspunkte für die Belegschaft, für den Betriebsrat. Und ich sage immer, ich rede auch gerne über Beidhändigkeit, heute nicht, keine Angst. Aber es geht doch darum, Dinge gleichzeitig zu machen, nämlich sein Kerngeschäft zu meistern, auch die Gewinne zu verdienen, die die Innovation von morgen finanziert und dann halt auch das Geschäft außerhalb des Kerngeschäfts, also diese weitere Hand der exponentiellen Innovation zu gestalten, durchaus auch mit zwei Geschwindigkeiten im Unternehmen, manchmal auch mit verschiedenen Einheiten, die getrennt geführt werden, die so ein bisschen geschützt werden, auch von mir, aber dann an wichtigen Punkten noch wieder zusammengeführt werden, damit der Nutzen für beide Seiten erkennbar ist. Mhm. Ich höre, Mitarbeiter müssen, ob jetzt über den Betriebsrat oder so, ganz wichtiges Thema, sie mit einzubeziehen, sie mitzunehmen. Wie ist das in Startups? Eine Geschichte wollte ich gerne nochmal ansprechen, die durch die Presse ging zum Thema Startups und Betriebsräte. Das Startup N26 hat dafür einen ziemlichen Skandal gesorgt, als sie versucht haben, die Gründung eines Betriebsrats im eigenen Unternehmen zu verhindern. Und jetzt suche ich das Zitat gerade nochmal, wenn ich es finde, lese ich es auch noch vor. Ich finde es gerade nicht, aber es war so ein Zitat, was sinngemäß sagte, dass so ein Betriebsrat, der widerspricht allen Werten, die wir haben, haben die Gründer von N26 gesagt. Herr Miele, trifft das auf die Startup-Szene zu? Ist Mitbestimmung, zwar Mitarbeiterbeteiligung, um Fachkräfte zu gewinnen, ist erwünscht, aber Mitbestimmung ansonsten dann kein Wert in der Startup-Szene? Also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist an der Stelle erst einmal festzuhalten, dass wir das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und den Betriebsrat nicht miteinander vermischen dürfen. Das muss man, glaube ich, sehr separat voneinander betrachten, weil das auch zwei unterschiedliche Themen sind. Der Betriebsrat als solches ist in meinen Augen ein großartiges Instrument und ich bin sehr dankbar als Deutscher, dass wir sowas hier haben und dass es um betriebliche Mitbestimmung in Deutschland auch Diskussionen gibt und wir darüber sprechen können, was möchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn eigentlich an ihrem Arbeitsplatz erfahren. Das, was N26 in der Kommunikation nach außen gemacht hat, dafür hat Valentin Steif sich im Nachhinein dann auch entschuldigt und ich glaube, die haben da auch ihre Lektion gelernt. Und ich denke, und das ist der für mich zentrale Aspekt daran, was wir versuchen sollten, und das ist der ganz schwierige Teil an dieser Diskussion, ist dahin zu schauen, ob der Betriebsrat heute für diese Startups, die wir uns ja irgendwo so sehr wünschen in Deutschland, ein zeitgemäßes Instrument ist oder ob wir das, was er eigentlich mal erreichen sollte, eventuell einfach diskutieren sollten, wie das heute am allerbesten, nämlich in Form der Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, umgesetzt werden kann. Und ich glaube, darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Ich bin überhaupt nicht dafür zu sagen, Betriebsräte sind Quatsch und Betriebsräte sind Mist und Betriebsräte sind doof und wir wollen bloß nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitreden. Das ist Quatsch. Da können wir heute in Deutschland auch nicht mehr mit punkten. Das geht nicht. So wird es aber auch nicht gelebt. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass wir uns so ein bisschen aus dieser großen
Diskussionen mal den Details zu wenden und hingucken und überlegen, was müssen wir denn heute bei diesem Konstrukt des Betriebsrates, das ja sehr, sehr alt ist und aus einer alten mittelständischen Welt kommt, was müssen wir uns davon nehmen und in die Zukunft transportieren, um in der Lage zu sein, auch dieser Zukunft und diesen neuen Entwicklungen gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist auch der Teil, wo ich mich dann gerne wieder dem Thema Werte und dem Thema Grundsätzen und dem Thema Prinzipien zuwenden möchte und überlegen möchte, was sind denn heute eigentlich erstrebenswerte Prinzipien, Grundsätze und Werte in Startups und wonach sollten wir uns alle ausrichten? Und das ist bestimmt keine einfache Diskussion. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, dass man sie führt. Ich glaube auch, es ist noch mal eine Diskussion für sich. Wir können sie heute leider nicht mehr führen. Wir haben sie jetzt auch schon sehr lange hier, haben sie uns zugehört. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, diese Masse an Themen, diese Vielfalt nochmal zusammenzufassen in einem Schlusswort. Ich spreche nicht selber, sondern ich möchte gerne Frau Chung fragen, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Startup in Deutschland, eine gute Idee. Sie haben Ihr Startup in Deutschland gegründet, waren vorher in New York, hätten da vermutlich auch bleiben können, haben sich aber entschieden, hier zu gründen. Nach all dem, was wir heute gehört haben, Schwierigkeiten mit der Politik und Finanzierung und Krise und so weiter, sind Sie froh, in Deutschland Gründerin zu sein? Also ganz kurz, ganz klar ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wir haben heute über sehr, also sind hier gesessen und haben so ein bisschen herumgenölt, was alles nicht so gut klappt. Und das ist auch total legitim und das soll man auch machen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Berlin gerade, aber auch Deutschland, eine der führenden Startup-Nationen in Europa, aber auch weltweit ist. Und es gibt ganz, ganz viele Kriterien und Bedingungen, die es super günstig und gut und wirklich toll machen, hier in Deutschland zu gründen. Und ich persönlich profitiere jeden Tag davon, von einer bunten Gesellschaft hier in Berlin, von einem Lohnniveau und einem Kostenniveau, dass man sich als normalen Menschen noch, dass man sich als normalen Menschen noch leisten kann im Vergleich zu New York oder LA oder San Francisco zum Beispiel. Auch das Thema Datensicherheit und Rechtssicherheit, all diese Themen sprechen ganz, ganz stark für den Standort Deutschland. Und ich denke, wenn wir jetzt noch diese ganzen Themen, die wir heute angesprochen haben, gelöst bekommen, dann steht sozusagen einem Wachstum, einem florierenden Startup-System einfach nichts mehr im Wege. Und daran wollen wir alle gemeinsam arbeiten. Ich würde sagen, das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Und habe ich noch eine Frage übersehen? Nein, ansonsten stehen Sie bestimmt auch noch für ein paar Fragen zur Verfügung, wenn Sie noch weitere haben. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen.